Hallo ihr Lieben, ja, ich habe mir die Haare zurückgemacht mit einem Blümchenring. Nein, Blümchenreifen. So Hasendinger habe ich nicht, solche Öhrchen. Erinnert ein bisschen an Frida Kahlo, ne? Die hat ja auch immer diese bunten Blüten in den Haaren gehabt. So, wie versprochen möchte ich euch diese neue Skin Active Fresh Tuchmaske von Garnier vorstellen. Ich hatte sie im letzten DM-Haul erwähnt. Ich habe sie auch am Wochenende schon ausprobiert. Also, ich probiere es jetzt nicht das erste Mal mit euch aus, weil ich wissen wollte, wie ist diese Wirkung, wie ist diese Maske überhaupt, wie ist das zu benutzen, dieses Teil, wie fühlt es sich an? Und ich bin ehrlich gesagt begeistert. Also, Skin Active Fresh Tuchmaske basiert auf einer neuen Mix-Technologie. Das heißt, wir mixen uns die Maske selber. Ein feuchtigkeitsspendender Schott aus Vitamin C. Seht ihr? Enthält ungefähr so ein, ja, der Inhalt eines Serums. Damit wird dieses Algenfasertuch getränkt und somit erhalten wir eine wahnsinnig effiziente Wirkung. Und das ist relativ einfach anzuwenden. Ich dachte, es wäre schwieriger, aber es funktioniert ganz gut. Und das werde ich euch jetzt gleich demonstrieren. Die Maske kostet 3,95 Euro und ehrlich gesagt, sie ist ihr Geld wert. Also wenn man das sich ab und zu mal gönnt, so einen kleinen Vitamin C-Schub für die Haut, kann ich diese Maske wirklich nur empfehlen. Wir kaufen oft so viele Masken für 1 Euro, die dann sich als erweisen. Und von Garnier bin ich ja sowieso überzeugt und die meisten meiner Zuschauerinnen, das sehe ich immer in den Kommentaren, sind auch große Fans von den Garnier-Masken. Ich finde, die Garnier-Masken haben eine perfekte Passform und auch diese und eine einfache Anwendung. Und ich finde diese Mix-Technologie, also diese Idee, sich die Maske selber zu machen, finde ich genial. Also ist eine tolle Idee und ich will mal sehen, wie viel Nachahmer es dann geben wird. Mit Sicherheit viele. Eine bringt was auf den Markt und die anderen ziehen alle hinterher. So, lange Rede, kurzer Unsinn, sage ich ja immer ganz gerne. Ich werde jetzt dieses Teil mit euch zusammen vor der Kamera ausprobieren. So, also ich habe jetzt hier diese Maske und auf der Rückseite der Verpackung sind so Markierungen. Ja? Also, 4 Schritte. Falten. Also ich falte erstmal die eine Seite. Das macht sich natürlich besser auf einem Tisch, auf einer glatten Oberfläche. Ich mache das jetzt mal hier in der Luft. Die andere Seite falte ich auf. So, ich falte also diese Maske. Es sind 2 Markierungen und die werden gefaltet. Jetzt habe ich hier oben diese trockene Tuchmaske und hier unten dieses Serum. Und nun drücke ich... Ich drücke diese Flüssigkeit nach oben und zwar so lange, bis sich diese Kammern öffnen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Die Kammern haben sich jetzt geöffnet. Also wie gesagt, auf einer glatten Fläche macht sich das einfacher als in der Luft. Ihr seht, ich habe das jetzt alles zusammengedrückt hier. Jetzt ist dieses Serum in der 2. Kammer, also in der sich diese trockene Algenfasermaske befand. Jetzt mixe ich das ein wenig, warte ungefähr 1 Minute, bis dieses Tuch mit diesem feuchtigkeitsspendenden Vitamin C getränkt ist. Ich sage euch schon, jetzt ist es sehr viel Serum darin enthalten. Also auch wenn man die Maske dann rausnimmt, kann man sich sehr schön Hals, Dekolleté, Arme, alles mit einreiben. So. So sieht das jetzt aus. Und ist jetzt alles hier drin. Nee, ich glaube, so rum seht ihr das besser. Jetzt mixe ich das nochmal so ein bisschen durch.
Ich sehe schon hier drin, wie viel Flüssigkeit hier enthalten ist. Ich habe das auch nachgelesen, also das schreiben auch andere, dass wahnsinnig viel Vitamin C darin enthalten ist. So, jetzt ist jetzt eine Minute um. Ich schütze mal schon. Jetzt ist hier oben, seht ihr, so eine kleine Einkerbung. Und damit öffnet ihr das jetzt. Ich lege das jetzt mal hin. Boah, das ist wirklich, das ist wahnsinnig. Oh Gott, ist das vollgesogen. Jetzt nehme ich diese Maske heraus. Das ist sehr viel Vitamin C. Mach sie ganz vorsichtig auseinander. So. Das Schöne bei Garnier ist wirklich die Passform und bei der ganz besonders. So. Ich mache das jetzt ohne Spiegel. Ich lege die jetzt hier auf. Ich meine, das ist nur nach Gefühl. Das Schöne ist, hier sind doch so Einkerbungen. Seht ihr, da kann man das sehr schön auf der Nase auch drapieren, die Oberlippe. Und nun ist das angepasst. Es ist ein wahnsinnig angenehmer Geruch. Und das restliche Serum, das ist wirklich eine Menge. Das kann man, wie gesagt, auf Hals und Dekolleté auftragen. Es ist so viel. Es ist, guck mal, was da noch drin ist. Wahnsinn. Man kann sich das eigentlich auch in so ein kleines Schälchen geben. So, jetzt muss ich eine Viertelstunde warten. Ich werde jetzt die Kamera ausschalten und mich nachher zurückmelden, weil ich nicht richtig reden kann. So, zurück. Ich habe jetzt die Maske eine Viertelstunde auf meiner Haut gehabt. Sie ist nicht runtergefallen und es ist auch kein unangenehmes Gefühl, da kribbelt nichts. Obwohl man, ja, Vitamin C könnte man oft meinen, das kribbelt vielleicht ein bisschen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt nehme ich sie ab. Ich habe mir jetzt mal hier einen Spiegel hingestellt und werde sie entfernen. Voilà. So. Man kann sie sich jetzt noch hier aufs Dekolleté legen, wenn ihr wollt. Man kann sich den Rest der Haut damit einschmieren. Ich habe jetzt so viel Flüssigkeit drin. Ich habe jetzt hier, ich kann das jetzt nicht kippen, weil ich habe leider kein Fläschchen mit so einer Pipette. Ich habe das jetzt in so ein Töpfchen abgefüllt, weil ich das ehrlich gesagt nicht wegschmeißen wollte, dieses wertvolle Serum. Also die Haut wirkt belebt. Sie ist frisch, sie hat diesen gesunden Touch. Es ist, sie hat doch so einen gewissen Glow. Ich würde jetzt, also das ist noch sehr feucht, also sehr gut durchfeuchtet die Haut. Bevor ich jetzt überhaupt irgendetwas auftrage, werde ich jetzt mal warten. Ich denke mal, so in einer Viertel bis halben Stunde ist das alles so eingezogen. Hier ist übrigens ein Mückenstich. Ja, die Mücken, die fliegen umher. Also, wird wahnsinnig aktiviert, die Haut mit dieser Maske. Es ist ein richtiger, frischer Kick für einen, es ist wahnsinnig Feuchtigkeit. Also ich kenne nichts Feuchtigkeitsspendenderes als diese Maske momentan. Und ich werde nicht dafür bezahlt. Leute, ich habe sie mir selber gekauft und ich mache das freiwillig für euch, weil ich möchte das, was ich gut finde, das möchte ich mit euch teilen. Und ob das jetzt Fehlkäufe sind oder Topkäufe, ich finde, die Maske ist ihr Geld absolut wert. Die Hydroactive Fresh, das läuft sogar hier noch raus, Tuchmaske mit so einem Vitamin C Shot. Für jeden Hauttyp geeignet, auch für besonders empfindliche Haut. Ich habe auch eine empfindliche Haut mit so leicht geplatzten Äderchen. Und ich, gut, es klebt ein bisschen, ne? Das ist klar. Aber das lässt nach. Also ich habe das dann schon probiert am Wochenende, das lässt nach. Und am besten
macht ihr sie, wenn ihr Zeit habt. Also nicht, wenn ihr jetzt unbedingt morgens weg müsst zur Arbeit. Am besten abends oder an einem Wochenende, wenn ihr mal so einen Schönheitsnachmittag oder Abend einlegt und euch entspannt. Also ich habe mit der Maske jetzt gebügelt, da ist wirklich nichts passiert. Es gibt ja Masken, die fallen runter. Und dieses Tuch wird versprochen, das trocknet auch nicht aus. Es gibt ja auch solche Fasertücher, die austrocknen. Da gibt es zum Beispiel aus der Drogerie, also Drogeriemasken, die wirklich austrocknen. Also wie gesagt, ich bin begeistert, für 3,95 Euro kann ich euch sehr empfehlen. Und wäre schön, wenn ihr mir, also die Mädels, die das kennen, ihr könnt mir das ja mal schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Bisher hab ich nur Positives gelesen, also auch im Netz. Ich habe noch was Tolles, was ich euch vorstellen möchte. Ihr kennt das vielleicht. Das sind jetzt so Limited Editions, das sind solche Nasenstrips. Sind 6 Stück drin, kosten 3,99 Euro für diesen Nasenbereich. Egal, wie wir uns jetzt das ausreinigen oder am Peeling benutzen. Es sind ja diese ganz kleinen, feinen Mitesserchen, die unsere Poren noch etwas erweitern. Und wenn ihr das so einmal wöchentlich macht, die habe ich auch ausprobiert schon, sind klasse. Ich kannte die bisher nur von Nivea. Und jetzt hat also Biore heißen die. Also das ist eine... Die liegen so extra in so einer Schütte. Zwei verschiedene Tiermuster. Ich weiß nicht, was die Kosmetikindustrie mit diesen Tiermasken. Wir haben auch so Tiermasken, Tiermotiv-Printmasken gibt es ja auch, also fürs ganze Gesicht. Kann ich empfehlen, wenn ihr sie seht, könnt ihr sie euch kaufen. Man kann natürlich auch, wo man hier auch sehr viele Mitesser hat, das ist ja hier unten so im Kinnbereich, ne? Die kann man auch so schlecht ausdrücken. Obwohl das ja diese Nasenform ist, hier kann man sich das auch hier wunderbar auftun. Also immer auf die feuchte Haut, ne? Nase anfeuchten oder Kinn anfeuchten, dann dieses Teil drauflegen, 10 Minuten einwirken lassen, bis es ganz, ganz trocken ist, wie Pappmaché, und dann nehmt es ab und dann seht ihr diese ganzen ungeliebten Biester in dem Strap. So, ihr Süßen, das war jetzt mal ein Tutorial über, ein Maskentutorial über diese Garnier Vitamin C Fresh Tuchmaske zum Selbermixen. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.